Zuschauer bei diesem rheinischen Derby, das allen Besuchern wohl noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Fortuna Düsseldorf seit 404 Tagen ohne Auswärtssieg, mit dem letzten doppelten Punktgewinn am Bökelberg vor gut 10 Jahren. Und heute das erste Mal mit der Mannschaft, die ein vorangegangenes Spiel beendet hatte. Also auch mit Günther Thiele, dem sogenannten Joker, der zuletzt beim 4:2 gegen den HSV eingewechselt wurde und die zwei entscheidenden Tore schoss. Dritte Minute. Düsseldorf von links nach rechts in den roten Trikots. Dusent, Bockenfeld und zum ersten Mal blitzt die Gefährlichkeit von Günther Thiele auf. Zehnte Minute. Weikel. Gerd Zewe, der Libero. Hannes, Kopfballsieger, aber der Ball kommt wieder zu den Düsseldorfern. Bockenfeld. Holmquist. Versetzt. Fronzek und ein herrliches Tor. 1:0 für Fortuna Düsseldorf durch den Schweden Hans Holmquist in der 10. Minute. Der zahlreiche Anhang der Fortuna, es waren über 3000, war begeistert. Jupp Heynckes natürlich nicht. Wir schauen uns diesen Treffer noch einmal in der Zeitlupenwiederholung an. Die Vorarbeit von Bockenfeld und dann der für Sude unhaltbare Linksschuss des schwedischen Nationalspielers Hans Holmquist. Es war das 7. Tor für Holmquist in dieser Saison. Bruns. Herlofsen. Viele dieser Pässe bei Borussia kamen zum Gegner oder gingen wie hier ins Leere. Das kann man auch nicht damit entschuldigen, dass Ringels, Hochstetter, Fee und Schäfer weiterhin fehlten. Bronzek, auch er war weitem nicht so stark wie in der letzten Saison. Fortuna spielte Kess, sie spielte eigentlich so, wie man Gladbach auswärts kennt. Dusent. Zewe, immer wieder mit Offensiv. Bockenfeld, einer der Besten. Und Sude hatte sich heute über mangelnde Arbeit nicht zu beschweren. Wieder die Fortuna. Sie spielte, man muss es so sagen, wie entfesselt. Bommer. Kein Abseits. Thiele. Bruns versuchte Ordnung ins Spiel der Borussen zu bringen. Bernd Kraus. Dieser Kopfball von Uwe Rahn war die erste Möglichkeit für die Borussia, gespielt 26 Minuten. Und das am heimischen Bückeberg. 3 Minuten später, dritter Eckstoß. Abwehr Zewe, aber direkt auf Bernd Kraus. Und die zweite Gelegenheit. Doch Düsseldorf ließ sich in diesem hochklassigen Spiel nie einschnüren. Vorchecking. Und Fehler der Borussia ermöglichten den Düsseldorfern immer wieder Ballbesitz. Flanke Lienen. Abwehrfach. Und der Konter. Bockenfeld. Zewe. Enormes Laufpensum der Düsseldorfer. Dusen in den freien Raum und Sude im letzten Moment. Hier Ralf Dusen. Wieder die Fortuna. Weikel. Dusen. Holmquist. Und noch einmal Sude, der einer der wenigen Borussen in guter Form war. Die Schlussphase dieses überaus interessanten Spiels gehörte der Borussia. Kopfball Hans-Jörg Friens. Herlofsen. Bruns. Sie sehen, wie früh die Düsseldorfer angreifen. Die Gladbacher wurden jetzt stärker. Raus. Und noch einmal Hans-Jörg Friens, der am überragenden Uwe Greiner scheitert. Halbzeitpfiff des sicheren Schiedsrichters Neuner aus Leimen. 1:0 für Fortuna Düsseldorf
hochverdient diese Führung bei 6:4 Chancen für die ausgezeichnet spielenden Düsseldorfer zur Pause. Zweite Halbzeit. Borussia versuchte nun, die totale Offensive zu suchen. Allen voran Libero und Mannschaftskapitän Wilfried Hannes. Hier kommt er an den Ball. 47. Minute. 3 Minuten später. Eckstoß. Fronzek und Rahn vergibt diese Möglichkeit. 42 Tore hat die Borussia in dieser Saison erzielt. So viel wie kein anderer Club. Das sind 3 Tore im Schnitt pro Spiel. Aber heute bisher noch keins. Bei Düsseldorf verletzte sich dann Bunte, für ihn kam Edvaldsson. Sollte das eine Schwächung der Fortuna sein? Nein. Edvaldsson hier am Ball? Nein. Eine halbe Stunde noch zu spielen. Und die Fortuna versuchte sich immer wieder aus der stärker werdenden Umklammerung zu lösen. Weigel, Zewe. Unwahrscheinlich, woher der 34-Jährige die Kraft nimmt. Und dann dieser Abschluss. Ein herrliches Tor zum 2:0 für Fortuna Düsseldorf in der 63. Minute. Und viele der Mönchengladbacher Zuschauer waren zur besseren Mannschaft übergeschwenkt. Trainer Willibert Krämer. Und noch einmal dieses Traumtor des 34-jährigen Gerd Zewe, der seit 12 Jahren für Fortuna Düsseldorf spielt und heute in seinem 384. Bundesligaspiel so erfolgreich war. 6. Ecke für Düsseldorf. Die Mannschaft immer wieder mit in der Offensive. Die Gladbacher Spitzen hier Lienen blieben stumm. Mill war eigentlich ein Ausfall. Kriens noch der wirkungsvollste. Weigel. Weigel versetzt raus. Und an Sude lag es wirklich nicht, dass die Borussia 0:2 im Rückstand lag. Trainer Heinkes reagierte, er brachte den 4. Stürmer Thomas Herbst für Herlofsen noch 20 Minuten. Gladbach nur noch in der Offensive. Rahn. Aber die Spitzen abgeschirmt. Bockenfeld an der eigenen Eckfahne. Und aus dieser Szene entsteht dieser Konter. Steil auf Thiele. Borowka mit der Nummer 6 bei ihm. Die Chance scheint vertan. Zewe. Dusend. Noch einmal auf Fach. Und er stürzt über den Rücken des am Boden liegenden Borowka. Schiedsrichter Neuner entscheidet auf Strafstoß für Fortuna Düsseldorf. 72. Minute. Gerd Zewe gegen Sude. Der Held, es bleibt beim 2:0. Mönchengladbachs erste Heimniederlage am Bökelberg. Willibert Krämer, ich muss Ihnen eine relativ ungewöhnliche Frage stellen. Nach dem 2:0-Sieg, was ist mit der Fortuna los? Hatte lange Zeit den Eindruck, dass Mönchengladbach in den roten Trikots gespielt hat. So hervorragenden Fußball haben Sie hier geboten. Das ist so, ich glaube, dass die zweite Halbzeit vom letzten Wochenende doch einen gewaltigen Ruck nach vorne gemacht hat und die Mannschaft da angeknüpft hat, wo sie am letzten Wochenende aufgehört hat. Sie haben ja heute zum ersten Mal mit der Mannschaft gespielt, mit der Sie ein Spiel beendet haben. War das auch wesentlich für diese hervorragende Leistung? Ja, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich so, dass wir zum ersten Mal mit der Mannschaft beginnen konnten, wo wir am letzten Spieltag mit aufgehört haben. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Verletzungspech gehabt und ich will hoffen, dass es jetzt besser wird. Ist